Deutschland ist im Griff von Corona. Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Ein Ende der Krise derzeit nicht in Sicht. Die aktuelle Situation ist nicht einfach. Doch am schwersten haben es ältere Menschen, vor allem im Altersheim. Sie gelten als Risikogruppe und werden deshalb isoliert. Ältere und chronisch Kranke müssen ihre Kontakte deutlich länger reduzieren. Die meisten dürfen keinen Besuch empfangen und können ihre Familien und ihre Enkelkinder nicht sehen. Da denke ich auch an meine Eltern, dass sich Menschen, die sich lieben, nicht mehr zusammenkommen. Das ist traurig. Deswegen hatte ich eine Idee. Ich veranstalte ein Überraschungskonzert für ältere Leute. Sowas wie Rock am Ring, nur eben für Leute im Altersheim. Alles, was ich dafür brauche, ist eine mobile Bühne. Auf diesem Bus werde ich ein Spontankonzert für ein Altersheim veranstalten, damit die sich nicht so langweilen. Aber natürlich muss ich die Veranstaltung der Zielgruppe etwas anpassen. Uns wurde gesagt von den Pflegern, dass Überraschungen im Altenheim besser sind, wenn man sie vorher ankündigt. Und deswegen haben wir dieses Plakat dort aufgehangen. Im ganzen Seniorenheim habe ich diesen altersgerechten Veranstaltungshinweis aufhängen lassen, um die Vorfreude zu steigern. Ein prominenter geheimer Überraschungsgast. Zwischen Frühstück und Mittag beste Laune für die Quarantäne. Ah, schön. Mit geballter Star-Power sorge ich für die notwendige Aufmerksamkeit. Freund von Florian Silbereisen. Na wunderbar. Sehr schön. Mich alleine kennt natürlich keine Sau. Deswegen muss ich jetzt mir überlegen, wie schaffe ich denn überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit? Und dann muss ich jemanden mitbringen, über den sich die Leute richtig freuen. Ich habe einen absoluten Megastar der Volksmusik organisiert. Stefanie Hertel. Sie hat unzählige Alben veröffentlicht und steht seit über 30 Jahren auf der Bühne. Senioren lesen mehr über Stefanie Hertel als über die Bundeskanzlerin. Sie ist extrem erfolgreich und wird heute einen ihrer Hits hier performen. Aber erstmal muss ich Hallo sagen. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Sicherheitsabstand eingehalten. So ist es. Mann, ist das eine komische Zeit, oder? Ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, Stefanie. Und deswegen bist du heute hier. Ja. Du bist eigentlich sowas wie die Billie Eilish der Schlager- und Volksmusikszene, muss man sagen. Also erfolgreicher als du kann man in diesem Bereich nicht sein in Deutschland. Klar, ich bin natürlich seit so vielen Jahren im Geschäft und sehr, sehr viel rumgekommen, würde ich mal sagen. Wir haben heute die Gelegenheit, ein exklusives Konzert zu machen von deinen Songs hier auf diesem Bus. Wir holen alle, soweit es geht, ans Fenster, damit mal ein bisschen zwischen Kaffee und Kuchen was Besonderes passiert heute. Und dann kommst du und dann wird es gleich praktisch noch euphorischer. Ich bin total gespannt und freue mich. Seit mehr als 2 Wochen darf hier niemand mehr Besuch empfangen. Hier gelten alle Bewohner als Risikogruppe. Nur Anrufe mit Familienmitgliedern sind möglich oder ein kurzes Winken vom Balkon. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen erstmal Hallo sagen. Sie fragen sich bestimmt, wer ich überhaupt bin. Kann ich mal alle Arme umsehen für die Leute, die überhaupt wissen, wer ich bin? Tatsächlich? Sehr gut. Gleich wird hier aber eine Person stehen, die kennen Sie besser. Liebe Senioren, liebe Senioritas, hier ist für Sie Stefanie Hertel! Das Gefühl der Isolation wollen wir wenigstens für einen kurzen Augenblick vergessen machen. Hallo zusammen, liebe Senioren. Ich freue mich total, dass ich so etwas Außergewöhnliches machen kann und Ihnen hoffentlich ein bisschen Freude ins Haus bringen kann. Haben Sie Lust, ein bisschen Musik von mir zu hören? Natürlich. Herr Kapellmeister, ich würde sagen, legen Sie einfach mal los. Wenn es etwas gibt, das den Folgen einer weltweiten Pandemie was entgegenzusetzen hat, dann ist es Schlager und Volksmusik. Wow, wow, wow.
Stefanie Härte, die echte Stefanie Härte für Sie. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an alle Pfleger und alle Pflegerinnen und alle Menschen, die sich gerade um die älteren Herrschaften kümmern. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Sie und an euch, dass ihr das macht, dass hier das Konzert möglich ist, dass alle Leute zuschauen können und dass ihr sonst im Alltag einfach das macht, was ihr macht. Vielen herzlichen Dank für diese tolle und wertvolle Arbeit in diesen Tagen. Dankeschön. Vielen Dank an Stefanie Härte, dass du das gemacht hast. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Das hat irgendwie total Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen ganz, ganz viel Gesundheit. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Bis bald. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nur bedauert, dass ich so schnell wieder weg musste. Hammer gerockt. Hammer gerockt, richtig. Am besten. Schön. Unser zielgruppengerechter Gig hat kein Treffen mit Verwandten und Enkeln ersetzt. Aber in Zeiten, in denen es gerade die älteren Menschen am schwersten haben, hat er vielleicht ein bisschen Abwechslung geboten. Und das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen hier gehabt.